Schauen wir uns nun folgende Aufgabe an. Beweise, dass es keine stetige Funktion fab nach cd geben kann, die alle Funktionswerte genau zweimal annimmt. Das ist schon eine bemerkenswerte Aufgabe, denn sie sagt, dass unter all den stetigen Funktionen, die wir auf dem kompakten Intervall ab definieren können, dass es da einfach keine gibt, wo alle Funktionswerte genau zweimal angenommen werden. Wir führen diesen Beweis durch Widerspruch. Sprich, wir nehmen an, dass es eine solche Funktion f gibt. Also es soll eine stetige Funktion f ab nach cd geben, die all ihre Funktionswerte genau zweimal annimmt. Und diese Voraussetzung werden wir nun zu einem Widerspruch führen. Im ersten Schritt können wir feststellen, weil der Definitionsbereich von f ein abgeschlossenes und beschränktes Intervall ist, dass die Funktion f beschränkt ist und ihr Maximum annimmt. Das ist eine direkte Folgerung aus dem Satz von Maximum und Minimum. Nennen wir dieses Maximum groß M. Aus der Eigenschaft, die f erfüllen soll, wissen wir, dass es genau zwei Argumente gibt, die auf dieses Maximum abgebildet werden. Nennen wir diese Argumente einmal xm und x tilde m. Also es gibt zwei Argumente. Sagen wir mal, das eine liegt hier, das wäre xm. Dies wird auf das Maximum abgebildet. Nehmen wir hier diese Linie einfach mal, wo das Maximum liegt. Das wäre groß M. Und es gibt genauso auch xm tilde, welches durch unsere Funktion f genauso auf dieses Maximum abgebildet wird. Nun konzentrieren wir uns auf das Intervall zwischen xm und x tilde m. Auch dieses Intervall ist, wenn wir die beiden genannten Punkte als Randpunkte mit dazu nehmen, abgeschlossen und beschränkt. Das heißt, f ist auch auf diesen Intervall beschränkt und nimmt sein Maximum und Minimum an. Insbesondere ist es nach unten beschränkt und muss auch sein Minimum auf diesen Intervall anwenden. Nennen wir dieses Minimum einfach mal L. Dieses Minimum selbst muss kleiner sein als das Maximum. Erstmal ist ja unser Groß-M das globale Maximum von unserer Funktion. Das heißt, unser Groß-M ist auf jeden Fall größer gleich als das gefundene Minimum. Außerdem ist es ja so, dass unsere Funktion bereits zweimal den Funktionswert Groß-M annimmt. Also muss dieses Minimum, welches ja auch angenommen, also wir formulieren es anders. Wenn das Minimum der Funktion zwischen xm und x tilde m gleich groß m wäre, dann wäre unsere Funktion konstant. Das steht aber in Widerspruch, dass sie ihre Funktionswerte genau zweimal annimmt. Das heißt, das Minimum, welches wir haben, muss niedriger liegen. Sagen wir mal, das wäre auf dieser Höhe. Und wir wissen, dass es einen Funktionswert gibt. Sagen wir mal, dieser liegt hier und nennen wir ihn xl, welches auf xl abgebildet wird. Nun ist es so, dass die Funktion den Funktionswert l genau zweimal annehmen muss. Nun haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder dieses zweite Argument, nennen wir es x tilde l, liegt außerhalb des Intervalls von xm und x tilde m oder innerhalb. Und betrachten wir diese zwei Situationen einfach mal separat. So. Nehmen wir zunächst einmal den Fall, dass dieses Argument x tilde m außerhalb des Intervalls liegt. Und wir betrachten es einfach mal, dass es das größte von den bisher aufgezeichneten Argumenten ist, das heißt hier irgendwie liegt x tilde l.
Was wir nun machen, ist, wir betrachten das, den Mittelwert zwischen groß M und klein l. Also ein Wert, der zwischen diesen beiden liegt. Wir können das mit allen Werten machen, die dazwischen liegen, aber wir nehmen einfach mal das Mittelwert, den Mittelwert. Sagen wir mal, der liegt ungefähr hier. M plus L halbe wäre das. Wenn wir diesen Wert betrachten, dann sehen wir, wenn wir eine Funktion zeichnen, dass nach dem Zwischenwertsatz muss ja unsere Funktion hier beginnen und dann nach L abfallen. Das heißt, in diesem Intervall hier muss unsere Funktion mindestens einmal den Funktionswert m plus l halbe, also diesen Mittelwert, annehmen. Sagen wir mal, wenn unsere Funktion hier so runtergeht, dann wird der Funktionswert m plus l halbe an der Stelle angenommen. Genauso muss, weil die Funktion ja hier von l nach m geht, auch in diesem Intervall den Wert m plus l halbe mindestens einmal annehmen. Sie könnte es auch mehrmals annehmen, aber sie muss es mindestens einmal tun. Also sagen wir mal, unsere Funktion würde jetzt so aussehen. Dann wird hier das zweite Mal der Funktionswert m plus l halbe angenommen. Und nun fällt die Funktion wieder von groß m nach l ab. Sprich, sie muss wieder nach dem Zwischenwertsatz diesen Zwischenwert m plus l halbe annehmen. Und damit haben wir insgesamt 1, 2, 3 Stellen, wo die Funktion den Funktionswert m plus l halbe annimmt. Wie gesagt, nach dem Zwischenwertsatz können es auch mehr sein, aber es sind mindestens 3 Stellen. Und das ist ein Widerspruch dazu, dass unsere Funktion ja jeden Funktionswert genau zweimal annehmen soll. Also in dem Fall, dass x tilde l außerhalb des Intervalls liegt, haben wir einen Widerspruch gegeben. Schauen wir uns nun noch den anderen Fall an, der besagt, dass wir eine Funktion haben, wo wo x tilde l dann innerhalb des Intervalls liegt. Sagen wir mal, wir zeichnen x tilde l hier ein. Dann ist es so, dass unsere Funktion zwischen xl und x tilde l auch ein Maximum haben muss. Dies muss größer sein als l, denn l ist ja bereits das Minimum der Funktion im Bereich von xm bis x tilde m. Es kann nicht gleich l sein, weil ansonsten die Funktion konstant wäre. Sprich, es gibt einen neuen Funktionswert, nennen wir ihn einfach mal n. Sagen wir mal, der würde jetzt hier liegen. Hier liegt n, welches dann, wenn wir es groß n, weil es wieder ein Maximum ist, was das Maximum unserer Funktion zwischen xl und x tilde l ist. Und es wird hier an der Stelle xn angenommen. So, nun ist es so, dass unsere Funktion den Wert n auch mindestens einmal zwischen xm und xl annehmen muss. Denn der Wert n liegt zwischen m und l und nach dem Zwischenwertsatz nehmen stetige Funktionen alle Zwischenwerte zwischen zwei Argumenten, wenn zwischen diesen Argumenten der Definitionsbereich keine Lücken aufweist, alle Funktionswerte an. Dementsprechend muss auch, wenn wir unsere Funktion mal einzeichnen, mindestens einmal hier der Funktionswert n angenommen werden. Nun haben wir eine Funktion, die zwischen xl und x tilde l durch n beschränkt ist. Das heißt, sie könnte zum Beispiel so verlaufen und nimmt an der Stelle xn den Funktionswert n mindestens einmal an. Und nun verläuft die Funktion zwischen x tilde l und x tilde m zwischen den Funktionswerten l und m. Und muss auch hier mindestens einmal den Funktionswert n annehmen. Und wir haben wieder einen Funktionswert gefunden, nämlich n, der mindestens dreimal
angenommen wird, was ein Widerspruch zu unserer ausgänglichen Voraussetzung war, dass unsere Funktion f jeden Funktionswert genau zweimal annimmt. Ja, wir haben damit gezeigt, dass es einfach keine Funktion geben kann, die auf einem kompakten Intervall AB definiert ist, die jeden Funktionswert genau zweimal annimmt. Dies kann man noch verallgemeinern. Man kann beweisen, dass dies auch für keine reellwertige Funktion gibt, deren Definitionsbereich die kompletten reellen Zahlen sind oder deren Funktionsbereich ein halboffenes Intervall ist. Man kann auch zeigen, dass es für alle stetigen Funktionen, die auf einem kompakten Intervall definiert ist, unmöglich ist, dass sie jeden Funktionswert genau n mal annehmen, wobei n eine beliebige natürliche Zahl größer als 1 ist. Das heißt, es ist auch unmöglich für eine solche Funktion, jeden Funktionswert genau dreimal anzunehmen, genau viermal anzunehmen und so weiter.